Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung zur Beantwortung steht der parlamentarische Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 21 der Abgeordneten Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen, zur Reparatur von Panzern in den Betrieben der Heeresinstandhaltungslogistik GmbH. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin Keul, ich antworte Ihnen wie folgt. Die Abnahme der Anzahl der instandgesetzten Fahrzeuge in den drei Hillwerken ist im Wesentlichen auf einen tendenziell erhöhten Instandsetzungsaufwand bei den Landsystemen zurückzuführen. Dieser hängt mit einer gestiegenen Nutzung der Fahrzeuge in der Folge des deutlich erhöhten Ausbildungs- und Übungsbetriebes in der Bundeswehr unter anderem aufgrund von NATO-Verpflichtungen zusammen. Dies führt zu einer erhöhten Abnutzung und einem steigenden Instandsetzungsaufwand pro Fahrzeug. Zudem wird in großer Stückzahl Gerät genutzt, das sich bereits sehr lange im Verfügungsbestand der Bundeswehr befindet und daher einem steigenden Instandsetzungsbedarf unterliegt. So ist zum Beispiel der durchschnittliche Instandhaltungsbedarf des Kampfpanzers Leopard 2 seit dem Jahr 2016 aufgrund einer angepassten Weisungslage von ca. 1.800 Stunden auf ca. 2.000 Stunden und damit um mehr als 10% gestiegen. Hinsichtlich der Frage, wie viel Personal in den Jahren 2016 und 2017 abgebaut wurde, ist festzustellen, dass sich der Personalkörper in den drei Hillwerken im erfragten Zeitraum von insgesamt 866 um 14 Personen auf 852 verringert hat, was einer Reduzierung von ca. 1,6% entspricht. Damit stehen in den Werken geringfügig weniger Instandsetzungsstunden zur Verfügung. Die Werksinstandsetzung der Fahrzeuge, die nicht durch die Hillwerke erfolgt, wird gemäß dem Geschäftsmodell der Hill GmbH durch diese bei der wehrtechnischen Industrie beauftragt. Der Instandhaltungsanteil der wehrtechnischen Industrie betrug in den beiden Vorjahren 70% bis 75%. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank für diese Zahlen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, wenn weniger Panzer instand gehalten werden können, dann liegt das nicht insgesamt daran, dass der Arbeitsumfang geringer geworden ist, sondern dass man pro Panzer, so habe ich Sie verstanden, mehr Arbeitszeit braucht, weil der mehr Abnutzung hat. Also heißt das im Ergebnis, dass die Umsätze der Werke gleich geblieben sind oder sind auch die Umsätze jetzt gesunken? Ich kann Ihnen jetzt nichts zu den Umsatzzahlen der Werke sagen. Danach war nicht gefragt. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Großteil der Instandsetzungsmaßnahmen hier außerhalb der Werke bei der Industrie erfolgt. Es ist schon in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, die Entscheidung gefallen, dass die Bundeswehr von Aufgaben zu entlasten ist, die nicht zu ihren militärischen Kernfähigkeiten gehören. Und die Werksinstandsetzungsleistungen stellen keine Kernfähigkeit der Bundeswehr dar. Das war schon die Grundlage für die Entscheidung über die Gründung der Hill, die ja im Jahr 2005 unter der Führung der damaligen Bundesregierung vollzogen worden ist. Also von daher, ich kann Ihnen sagen, es ist keine Kernkompetenz der Bundeswehr. Die Arbeit wird großenteils von der Industrie jetzt auch schon geleistet. Und in der Tat, das, was ich beispielhaft für den Leopard 2 angefügt habe, ist keine Ausnahme, sondern Sie finden das an vielen anderen Stellen. Das Material, die Landsysteme, die einer verstärkten Nutzung unterliegen, müssen in der Regel auch pro Stück aufwendiger instand gehalten werden, als das früher der Fall war. Also dieser Anstieg beim Leopard 2 hat beispielsweise etwas damit zu tun, dass es eine Anweisung des Bein-BW gibt, hier das Sand gestrahlt wird und das neu lackiert wird, was früher nicht vorgesehen war und was den Aufwand pro Stück erhöht. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Ja, im Anbetracht der Tatsache, dass ja die Privatisierung dieser Betriebe nun stattfindet, die ja immerhin noch 30% der Reparaturen selbst macht, frage ich Sie noch mal, ob die Bundesregierung sich wirklich sicher ist, dass es wirtschaftlicher ist, wenn demnächst die Rüstungsindustrie selber dann auch die Ersatzteile und die Reparaturleistungen in eigener Hand hat und nicht mehr die öffentliche Hand selber entscheiden kann, wer die Reparatur am günstigsten durchführen kann. Also mir erschließt sich das nicht. Solange ich die Auswahl habe und mir überlegen kann, wo ich die Ersatzteile herkomme, kann ich ja auch mal die billigen
billigere Schraube kaufen, wenn in Zukunft Krauss, Maasai, Wegmann und Rheinmetall dann sozusagen das Monopol auf die Ersatzteile haben, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es für den Steuerzahler billiger wird. Frau Kollegin Keul, die damalige rot-grüne Bundesregierung, die die Gründung der Hill initiiert hat, hat damals vorgesehen, dass die Industrie Mehrheitseigentümer der Hill war. Der Bund war Minderheitsgesellschafter. Dies hat dann kartellrechtlichen Prüfungen nicht standgehalten, sodass Stand heute die gesamte Hill mit all ihren Werken im vollständigen Eigentum des Bundes ist. Das wollte seit rot-grünen Zeiten keine Bundesregierung mehr. Die Hill hat zahlreiche Niederlassungen und Stützpunkte auf den Flächen der Bundeswehr und die Materialerhaltungsstufen 2 und 3, das sind vereinfacht ausgedrückt die nicht ganz so komplizierten Arbeiten, werden dort ja auch weiter von der Hill durchgeführt. In den drei Werken wird die umfangreichste Materialerhaltung betrieben, das ist die Materialerhaltungsstufe 4. Da arbeiten wir an der Abgabe der Werke. Das Ganze erfolgt natürlich nach den entsprechenden vergaberechtlichen Bestimmungen. All das erfolgt im Wettbewerb. Und diese Bundesregierung ist fest davon überzeugt, dass der Wettbewerb am Ende zu den besten Lösungen führt. Wir sind nicht der Meinung, dass der Staat besser Panzer reparieren kann als die Industrie. Und wir stehen damit in der Kontinuität zu allen bisherigen Bundesregierungen. Es gibt noch eine weitere Nachfrage. Kleinen Moment. Moment, kleinen Moment. Frau Dr. Rottmann, richtig? Danke. Vielen Dank. Die Werke der Hill sind zum Beispiel in Darmstadt, ja auch in innerstädtischen Gebieten. Die Kommunen sind auf diese Grundstücke zum Teil angewiesen, um Wohnungsbau zu betreiben. Hat sich die Bundesregierung überlegt, wie sie die Wohnungsnot dort, wo es Standorte der Hill gibt, mit einer vernünftigen Grundstücksverwertung verbinden kann, die aus meiner Sicht nicht damit einhergeht, dass innerstädtische Grundstücke mitprivatisiert werden sollten? Frau Kollegin, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Kommune ihre Wohnungsbaupolitik auf dem Privateigentum Dritter aufbaut. Das wäre eine seltsame Art, wenn ich sage, ich will Wohnung bauen auf Gelände, das anderen gehört und will mal gucken, ob es mir durch irgendeinen günstigen Zufall mal zufällt. Wir haben drei Werke und natürlich geht es in der Tat auch immer um die Frage, wie mit den entsprechenden Flächen dann zu verfahren ist. Das wird natürlich, das ist schon vor Ort in jedem einzelnen Fall besprochen worden, auch mit den örtlich Verantwortlichen. Und das ist ja auch eingeflossen in die Ausschreibung, die jetzt zum Teil läuft. Danke, Herr Staatssekretär. Die Fragen 22 und 23 sollen schriftlich beantwortet werden. Wir sind damit am Ende.